Guten Tag, liebe Zuschauer, liebe Leser des Blogs senfberg.de. Ich freue mich, Sie willkommen heißen zu dürfen. Die Neuerung, jetzt gibt es auch Videos, ganz neu. Und ich möchte Ihnen heute die Aquaponik erklären. Zunächst mal theoretisch, was passiert bei der Aquaponik? Zum Begriff Aquaponik. Aquaponik ist ein Kofferwort und besteht aus den Worten Aquakultur und Hydroponik. Wobei Aquakultur die Vergesellschaftung von Fischen bedeutet, Speisefische, und Hydroponik die moderne Kultur von Gemüse in erdlosem Substrat meint. Das heißt, es wird keine Erde verwendet, sondern es wird Kies, anorganisches Material, Kies oder Kunststoffsubstrat verwendet, in dem die Pflanzen heranreifen und schließlich mit den Nährstoffen in Verbindung gebracht werden. Wir kennen das von den modernen Anbauweisen, zum Beispiel in Holland. Die Tomaten stehen schon lange nicht mehr in Erde in den Gewächshäusern, sondern in sogenannten NFT-Rinnen. NFT steht in diesem Zusammenhang für Nutrient Film Technik. Das heißt, ein Biofilm entsteht und in diesem Biofilm sitzen die Bakterien, die Nährstoffe verstoffwechseln. Allgemein, was ist Aquaponik? Zunächst haben wir Fische, Speisefische. Diese Fische werden gefüttert mit Futterpellets vegetarischen Ursprungs, bestehend aus Erbsen, Raps, Mais und Rohasche und ein Teil Mineralien. Und das ist ein vollwertiges Futter. Die Fische fressen die Futterpellets, scheiden ihren Kot aus. Und dieser Kot wird durch Bakterien umgewandelt. Diese Bakterien sind nitrifikations- bzw. denitrifizierende Bakterien. Sie verstoffwechseln den Kot, der von den Fischen umgewandelt wird, in Ammonium bzw. Ammoniak, je nach pH-Wert. Und zunächst entsteht Nitrit. Ich schreibe das mal dazu. Nitrit ist giftig für Fische und wird aber sodann gleich weiter umgewandelt in Nitrat, wobei Nitrat weniger giftig oder kaum nur in hohen Dosen giftig ist für Fische. Das heißt, 300 bis 400 Milligramm pro Liter Nitrat sind durchaus möglich, ohne dass es Schaden gibt. Und dann werden diese Nitrate zusammen mit Phosphaten von den Pflanzen benötigt als natürlichen Dünger. Das heißt, wir haben hier die Umwandlung, Nitrit, dann zu Nitrat und schließlich in dem Kreislauf befinden sich die Pflanzen. Die wiederum nehmen das Nitrat auf, die Phosphate und die Spurenelemente, sodass letztendlich das Wasser wieder sauber ist und es von vorne losgehen kann mit der Pelletfütterung, mit der Umwandlung durch die Bakterien, zunächst in Nitrit, dann in Nitrat und schlussendlich haben wir wieder Pflanzendünger. Wir kommen im System vollkommen ohne chemische Zusätze aus. Wir haben reinen Dünger. Wir können noch nicht mal Chemie einsetzen. Wir können auch keine Antibiotika einsetzen, da dies entweder der Bakterienkultur, den Pflanzen oder den Fischen schaden würde. Was ist Aquaponik? Nochmal Futter, Fischstoffwechsel, Nitrifikation, Denitrifikation ist die Aufbereitung für die Pflanzen und schlussendlich die Pflanzennahrung. Jetzt schauen wir uns das System von innen an. So, ich stehe hier in der Aquaponikanlage. Wir sehen, hier gibt es zunächst das Gewächshaus, was die Anlage schützen soll, damit nicht allzu viel Regen in die Kultur hinein regnen kann. Und die Anlage und die Pflanzen, die darin befindlichen, vor den Unbilden des Wetters zu schützen. Natürlich auch, um die Wärme festzuhalten, da die Fische Warmwasserfische sind. So, wir sehen hier die Growbeds zu meiner Rechten und zu meiner Linken. In diesen Growbeds befindet sich Kies als Substrat. Dieser Kies ist 4 bis 8 mm im Durchmesser. Wir sehen hier größtenteils, das ist Kohlrabi. Hier hinter
sieht man Paprika. Hier hinter steht eine Aubergine, das ist die mit den großen Blättern. Vereinzelt sind auch Spuren vom letzten Schädlingsbefall erkennbar. Es war ein Blattlausbefall, den ich mit Florfliegenlarven bekämpft habe. Dies hier ist Ingwer. Und dieser Ingwer ist ein Test gewesen, ob er ausschlägt. Und siehe da, es geht ihm sehr gut. Und die Knolle vergrößert sich im Kies. So, andere Seite, hier gibt es Chili, dann wiederum Paprika, hier hinten das ist Petersilie. Dann haben wir hier die Tomaten und da sind auch schon einige Früchte erkennbar. Ich habe innerhalb der Anlage einige Rankhilfen angebracht. Damit kein Hitzestau entsteht, habe ich ein Fenster, das ich öffnen kann und kann die Tür auch einen Spalt offen lassen im Sommer. So, hier hinten, das ist der Fischtank. Das heißt, es handelt sich um einen abgeschnittenen IBC-Tank. Er ist ungefähr 600 Liter Wasser, befinden sich in diesem IBC-Tank. Und hier befinden sich die Tilapien drin. Darüber ein Netz, was verhindern soll, dass die Fische herausspringen. Das ist ein handelsübliches Netz aus dem Baumarkt, ein sogenanntes Laubnetz. Sie sehen, hier kommt ein Rohr raus. Aus diesem Behälter, IBC-Tank, wird nun über dieses Rohr das Wasser hochgepumpt und in die Growbeds einfließen gelassen. Hier befindet sich ein Heizstab, ein sogenannter Shego-Regelheizer im System. Das heißt, ein 300 Watt Heizstab liegt unten auf dem Grund. Und hier, das ist der Regler. Und hier können Sie sehen, diese rote Lampe bedeutet, dass das Wasser momentan aufgeheizt wird. Und der Regelheizer steht zurzeit auf 24 Grad. Ferner haben wir zwei Schaltuhren. Sie sehen, das sind digitale Schaltuhren, die so eingestellt sind, dass einmal pro Stunde die Pumpe für 15 Minuten läuft. Das heißt, die Pumpe pumpt das Wasser aus dem IBC-Tank in das Growbed hinein. Sie braucht dafür 8 Minuten. Dann geht das Siphon auf, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Und das Wasser läuft wieder ab, was auch wieder 8 Minuten dauert. Das heißt, wir haben einen Pumpzyklus pro Stunde und pro Growbed. Zum Schluss noch die Luftpumpe mit dem Ausströmer. Dies ist eine Visa-Pumpe, normalerweise für die Aquaristik. Es ist eine Membranpumpe. Diese Membranpumpe hat einen Luftschlauch, der die Luft in den IBC-Tank befördert. Dort ist ein Ausströmer angebracht, der liegt mit einem Steinbeschwert am Boden. Und der soll das Wasser mit ausreichend Sauerstoff versorgen. So, nun zeige ich Ihnen das Siphon. Das Siphon ist ein Bell-Siphon, Glockensiphon. Das ist von Herrn Afnan übernommen, das Prinzip. Und Herr Afnan von Afnan Aquaponics, Malaya, hat dieses Siphon entwickelt, sein sogenanntes Micro-Siphon. Und das habe ich nachgebaut und das ist auch sehr willkommen. Er freut sich immer, wenn man seine Ideen übernimmt und gegebenenfalls verbessert. Ich zeige es Ihnen von hier, weil durch den IBC-Tank der Platz limitiert ist und man schlecht an diese Seite der Anlage kommt von innen. Das ist dieses Bell-Siphon und nun zeige ich Ihnen die Glocke des Siphons. Ich hole sie mal raus. Das ist die Glocke des Siphons. Es gibt übrigens zur Erstellung dieses Siphons gibt es einen Blogartikel auf
also senfberg.de, auch eine Bauanleitung, wie man ein solches Bell Siphon selbst baut. Ich nehme nun den Trichter heraus und zeige Ihnen, wie dieser aussieht. Das Prinzip funktioniert nun so: Der Wasserspiegel steigt bis an die Kante. Drumherum befindet sich diese Glocke, das heißt, die Luft ist abgeschlossen, die Glocke ist oben geschlossen. Und in dem Moment, wo das Wasser nun über diese Kante fließt, hier ist eine trichterähnliche Verengung drin. Dieser Trichter dient dazu, dass die Luft im Siphon vollständig verdrängt wird, sodass letztendlich die Luftsäule komplett verschwindet innerhalb des Siphons, und in dem Moment fließt sämtliches Wasser aus dem Growbed heraus bis unten hin und das Growbed läuft leer. Mir ist wichtig, dass Sie begreifen, dass in Aquaponik eine Möglichkeit steckt, unsere derzeitigen Probleme in der Landwirtschaft zu lösen. Aquaponik kann vollständig emissionsfrei stattfinden. Das heißt, wir brauchen keine Chemie, wir brauchen keine großen Landmaschinen. Wir haben im Prinzip alles unter einem Dach, einen kompletten biologischen Kreislauf. Wir können es so weit bringen, dass wir CO2-frei bleiben in der Produktion. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Senfberg.